Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warhammer 40.000 Space Marine. Wir haben unseren Energiehammer und ein Sprungmodul. Wie könnte es denn besser sein? Ich weiß es nicht. Ja, Finale. Mal schauen, wie lange ich heute aufnehme. Ich werde hier mein Bestes geben, Captain. Nein, Bruder. Schließen Sie sich uns an und bekämpfen Sie den Feind. Es ist allein meine Schlacht. Ja, Sir. Ja, um den Satz zu Ende zu bringen, ich werde sehen, wie lange ich heute aufnehme. Vielleicht spiele ich jetzt auch noch das Finale. Mal schauen. Achso, mal schauen. Na, ich nehme lieber den Bolter. So, warte mal. Geht's denn hier vielleicht noch weiter oder gibt's hier irgendwas zu finden? Nö. Intuitiv richtig gelaufen. Oh je, ein Haufen Deppen. Ich würde mal sagen. Guten Tag. Ihr wollt nicht, ihr kriegt mich nicht. Ja, da guckt er doch aus der Wäsche. Okay, das könnte ein witziger Abschnitt werden. Obwohl, eigentlich ist Nahkampf schon cooler, oder? Huch. Hätte ja jetzt nur noch gefehlt, dass ich in den Abgrund falle. Zack. Tada. Haben die eigentlich alle so geglitzert, auch schon am Anfang, diese Chaos-Dämonen? Denn das fiel mir jetzt mal so auf in den letzten Folgen, dass die alle so golden glitzern, aber am Anfang ist mir das nie aufgefallen. Aua. Zack. Was ich nochmal kurz gucken möchte, ist, ob es hier unten auf den Ebenen was zu finden gibt. Aber wahrscheinlich findet man dort nur den Tod, wenn man versucht, dort hinzugelangen. Ja, ich riskiere es jetzt mal nicht. So. Eine Ruhe hier. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie lange es noch dauert zu dem großen Finale. Ich glaube allerdings nicht, dass es schon in dieser Folge soweit ist. Aber wer weiß das schon. Wird mich nicht aufhalten. Und ihr auch nicht. Guten Tag. Los, nochmal. Ich liebe dieses Sprungmodul. Das ist das wahrscheinlich coolste überhaupt in diesem Spiel. Obwohl, okay, nee, das stimmt vielleicht auch nicht. Nein, 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 nein. Okay, ich bin tot. Erfolg wird in Blut gemessen. Da ist er am Abgrund abgerutscht. Auch schön. Naja, egal. Der Savepoint war ja wenigstens ganz gut gelegen. Dieser Wahnsinn wird mich nicht aufhalten. Und ihr auch nicht. Guten Tag. So. Wo sind denn? Ach, da drüben hat er sich's gemütlich gemacht. Macht mir das eigentlich Schaden, wenn ich hier drin stehe? Und wo ist überhaupt der Fuzzi hin, der die Portale macht? Ach, hier. Guten Tag. Na, noch mehr? Nö, da hatten sie keine Lust mehr. Geht's da drüben weiter? Nee, von mir.
Von da kommen wir. Hm. Ich höre doch ein Schädelsonnengeräusch. Ja, hier war bestimmt eins. Hier so dahinter wäre doch eigentlich der perfekte Ort. Na, egal. Oh, der Himmel hinten sieht echt gut aus. Leider sehen die Texturen nicht so gut aus. Die dunklen Götter, was? Die Welt wird finster. Ja, okay, ich bin unhöflich. Ich lasse sie nicht ausreden, aber da kommt eh nichts Sinnvolles bei raus. Ach, ist das ein Spaß. Schade, dass man das fürs Finale nicht nehmen kann, denn ich kann mich erinnern, da habe ich immer ganz schön versagt bei meinem ersten Durchspielen. Ach, mal schauen. Ich will mir ja jetzt nichts einreden und dann wird es gar nicht so schön. So. Hat hier denn vielleicht noch jemand eine Schädelsonde parat? So. Ach, darum geht es anscheinend weiter. Also will ich da noch nicht hin. Dann erledigen wir nochmal seinen Kollegen da hinten oder sterben. Dies ist ein Job, für den es sich zu sterben lohnt. Ja, genau. Das war ein ganz schöner Fail. Oh Mann. Cool, bei dem Savepoint gibt es den Kollegen hier drüben gar nicht. Auch schön. Einer weniger zum Erledigen. Das haben deine Brüder auch. Ihre Leichen liegen hinter mir. Schön gesagt. Huch. So. Ich finde es auch cool, dass man so nach hinten wegspringen kann und dann wieder einfach nach vorne drauf schnipst. Nein! Ach nö! Ihr könnt mir da jetzt hier das Sprungmodul wegnehmen. Ihr Säcke. Na, das ist doch doof. Naja. Ich werde wieder die Energieaxt nehmen. So, und dann mal schauen. Laserkanone, Melter, ja, das möchte ich so gern haben. Granaten, Munition und weiter geht's. Hm. Na. Mal die komische Plasmapistole ausprobieren. Die wahrscheinlich gar nicht mal so doof ist. Aber ich habe einfach keine Ahnung. Ich treffe auch nicht mit dem Scheiß da. Das gibt's doch gar nicht. Och man. Ah, der hat getroffen, oder? Ich glaube, der ist ziemlich unbeeindruckt.
Ja, ich entlüfte ja schon. Zack. Ja, okay, ich nehme ja schon das normale Teil, so. Oh je, die ganze schöne Munition. Da möchte ich jetzt ungern runterfallen. Ich würde dann gern da drüben auch nochmal lang gehen. Einfach nur der Gewissheit wegen, dass man alles gesehen hat. Nemeroff. Okay, dann doch schon finale Stimmung. Ach, da drüben. Ja, es ist ein extra Raum. Ich dachte, das würde mit zum Gang gehören. Sorry. Aber das würde ich mir noch gern angucken. Ja, los, gib Gummi. Die Lichtstimmung von dem Spiel ist auch extrem schön, fällt mir gerade wieder so auf. Ja, das hat sich ja fett gelohnt. Aber hier ist wieder das Sonnengeräusch. Und wieder keine Sonde. Also es ist wirklich so. Das kommt einfach überall da, wo mal eine Sonde war. Oder es ist einfach ein weiterer Bug in diesem Spiel und die werden mir zum Teil auch nicht mehr angezeigt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder ich bin einfach blind und die sind wo ganz anders und ich schneide es einfach nicht. Wäre noch eine weitere Option. So. Ich bin doch nur ein Ultramarine. Ich komme die ganze Zeit in Versuchung, mit dem Sprungmodul loszuspringen. Aber naja, das geht ja schlecht. Zumindest im Moment. Hey, du lebst ja noch. Immer dieser Lärm. Ja, du mich auch, endgültiger Ruhm. Diese Laserkanone, falls ich das noch nicht zum Ausdruck gebracht habe. Nein, nein, nein. Ach, ihr seid schon ein paar Nervensägen. Grauen Orden, wie viel haben wir noch? Das passt ja. Ach, da oben ist wieder so ein Beschwörungsfuzzi. Da oben war ein Beschwörungsfuzzi. So, Munition. Keine Schädelsonde, leider. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Und einfach der Ordnung wegen. Zack. Hier gibt es auch nichts zu sehen.
Jetzt käme mir ein Speicherpunkt sehr gelegen. Vielleicht hier auf dem Aufzug. Ach du Scheiße. War das gerade ein Speicherpunkt? Ich weiß es nicht. Das war einer. Deinen Händen klebt viel Blut, Nimmerod. Für alle, die du getötet hast. Für Sidonus und den Imperator werde ich es beenden. Na, das klingt doch jetzt wirklich endgültig final. Hinter diesem Tor liegt vielleicht der große Kampf, das große Finale im Kampf gegen Nemeroth. Und ich würde sagen, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit am Start seid. Bis dahin, tschüss und danke fürs Zusehen.